Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS22 Kiste. Ja, wie ihr seht, ich bin immer noch am Ballenpressen. Ich habe schon etwas weiter gemacht, ne? Aber wir sind immer noch fleißig bei. Ja, so. Gestern Livestream auf der Westerrade waren wir auch beim Gras machen. Erster Schnitt auf der Westerrade. Ich sag mal so, hat sich ein bisschen gezogen. Ne? Ich sag mal so, die letzte oder das vorletzte Feld, sag ich mal, da hatten wir so ein bisschen Schwierigkeiten mit Dings gehabt. Mit GPS und das Ganze eingestellt mit dem Versatz und so. Weil wir da Dings haben, Front- und Seitenmäh weg. Und da hatten wir ein bisschen, hatte ich ein bisschen Probleme mit der richtigen Einstellung, was das angeht. Aber naja. Auch das haben wir noch relativ gut hingekriegt. Ja. Ich hoffe mal, dass, wenn das Video rauskommt, die Abstimmung schon fertig ist. Ich werde fürs Wochenende vielleicht sogar zwei Abstimmungen machen, wo wir dann aussuchen können, eventuell. Muss ich mal schauen. Entweder eine oder zwei Abstimmungen. Halt, was wir oder auf welche Karte wir am Wochenende streamen wollen. Ne? Ich hoffe mal, dass die Abstimmung denn jetzt schon drin ist, wie gesagt. Muss ich mich gleich nochmal ransetzen und die noch einmal fertig machen. Ist ja jetzt nichts Dickes, ne? Ja, aber trotzdem. Die wollten ja gar nicht miteinander kooperieren hier eben gerade. So, heute kommt kein Livestream. Heute bin ich ja wieder mit den Jungs unterwegs. Wieder am Gras machen. Ich bin auch echt nur am Gras machen, ne? Naja. Egal. Egal, sagt der Aal, ne? Und ansonsten, ja, gibt es auch nicht viel Neues, ne? Achso, ich bin gestern noch mal gucken gefahren. Die Leute, die gestern Abend im Livestream waren, die wissen das ja schon. Ich war gestern noch mal gucken, zwecks Aufnahme vom Maishäckseln und so, oder Fotos. Nö. Also ich bin zu spät, die sind fertig. Also als ich gestern Nachmittag nach der Arbeit los bin, da waren die auf dem letzten Feld und da waren noch roundabout 5 Bahnen oder so. Da bin ich auch nicht hingekommen, weil ich da sonst mit dem Auto irgendwie im Weg gestanden hätte. Ne? Und da habe ich gesagt, nee, komm. Ist dies Jahr denn nicht. Wie gesagt, alles andere habe ich ja selbst Ernte dreschen habe ich ja auch nichts aufnehmen können, weil entweder hatte ich keine Zeit oder hat nicht geklappt, wie auch immer. Ne? Also dieses Jahr Real Life Landwirtschaft. Dieses Jahr kommt leider denn nichts. Na, komm.
bin mal gespannt, wie viel Ballen wir hier jetzt zusammenkriegen. Ich habe nämlich jetzt auch noch nicht weiter reingeguckt. Es sind schon ein paar, ne? Also hier haben wir dann auch zu tun, die wegzusammeln. Gut, ich sag mal, hier geht es ein bisschen schneller als mit den Silageballen, ne? So weit wollte ich eigentlich auch nicht. Ja, das war zu früh los. Ja. Ich kriege das hier irgendwie nicht mehr so ganz hin. So. Einige sind okay. Die liegen relativ dicht beieinander. So da jetzt. Ne? Aber die meisten... Boah, die gehen auch. Also es gehen schon einige, ne? Hier, die liegen wir zu weit auseinander. Hier in der Ecke, die sowieso, ne? Liegen, ne? Das ist Kuddelmuddel. Jo. Tipp, warte mal, mal wieder runter. Ich bin ja gern einer, der es ein bisschen ordentlich hat, ne? Zumindest hier im Spiel, ne? Zu Hause ist das manchmal auch so ein bisschen... Ja. Da stapelt sich manchmal auch mein Geschirr von 3 Tagen oder so, bevor ich es mal abwasche. Und das ist nicht ganz so schlimm. Aber hier im Spiel bin ich irgendwie ein bisschen penibel, muss ich ganz ehrlich sagen. Da möchte ich gerne immer, dass es alles akkurat tipptopp ist. Haben noch ein bisschen. Na, weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen hier. 2-3 Bahnen sind es ja doch noch. Ja, wenn, dann machen wir halt mal 2-3 Minuten länger. Dann kriegen wir das Feld fertig. Und dann können wir mal schauen, wie viele Ballen wir hier denn zusammengepresst haben. Ja, das werden ein paar sein. Ja. Ich weiß gar nicht, was hatten wir, Silageballen irgendwie bei 80 Stück oder was? Irgendwie so in den Dreh, das waren 30, ja, irgendwie so bei 80 Stück waren das, glaube ich. Silageballen. So. 1, 2, 3, 4, 5 Bahnen haben wir noch vor uns. Gleich werden die Bahnen dann auch noch wieder einen kleinen Tick kürzer. Ah, siehst, ich glaube, ich müsste noch mal
Muss ich mal gucken. Meine Güte, ey. Denn das Einsammeln noch wieder, ne? Oh Mann, ey. Brauche ich auch gar nicht. Ach doch. Okay. Müssen wir so machen. So. Ja. Ich glaube, wir werden ein, zwei Minütchen länger machen. Aber dann haben wir das Feld fertig. Und wir sehen noch mal, wie viel Ballen wir denn hier zusammengepresst haben. Ne? Du ist halt Rundballenpresse. Wir müssen dauernd zu anhalten. Ne? Wäre geil, ich würde ja auch gerne die Vicon, die Fastbail-Presse nehmen. Und die hat ja so eine schöne Vorpresskammer, dann brauchst du nicht ständig anhalten. Dann kannst du nicht immer weiterfahren, aber die kann nur 1,25er Ballen machen. Ein 1,25er Ballen ist immer so, ist mir zu klein. Also Rundballen mindestens 1,50. Könnte auch auf 1,80 gehen, aber 1,80 finde ich schon wieder ein bisschen zu groß. Gerade wenn du denn so übereinander stapelst, ne, auf dem Anhänger. Da sieht das ganz schön doll aus denn. Und Quaderballenpresse haben wir eigentlich so gut wie überall. Deswegen, ne? Quaderballenpresse haben wir. Na gut, auf der Westerrade habe ich auch noch Rundballenpresse, ne? Aber Quaderballen haben wir auf der Seenplatte, haben wir auf der Kandelin, haben wir auf der Landersum. Da ist das schon. Man hat halt auch so eine kleine Abwechslung, ne? Sag mal, hier sind die Felder bis auf Ausnahme von 2-3 ja auch nicht alle nicht ganz so groß. Ne? Gut, hier die Wiese jetzt mit. Weiß gar nicht, was hat die jetzt? 8 Hektar oder was? Ist natürlich doch eine der größeren. Die 8 Hektar hier? Ne, die hat keine 8 Hektar. Das sind 6 Hektar oder so, ne? Muss ich gleich noch mal einmal reingucken. Sechs Hektar. Ja, okay. Zeit ist jetzt eigentlich schon ein Reich, wo ich eigentlich abmoderieren würde. Aber wie gesagt, wir machen jetzt die drei Bahnen hier noch fertig. Und dann schauen wir einmal rein, was wir so weggepresst haben hier. Das sieht aber, ich finde es auch immer schön, wenn hier irgendwie so ein paar Ballen rumliegen, ne?
Die letzte Bahn ist ja da hinten eigentlich nichts mehr. Ne? Ja, jetzt geht's auch, habe ich ja gestern im Livestream, habe ich das ja auch gesagt, jetzt geht's ja so langsam in Richtung 25er, ne? Also das hatte ich gestern im Livestream gesagt, es sind noch 8 Wochen. So, roundabout 8 Wochen. Am 12. November kommt ja der LS, der LS25. 8 Wochen noch, ne? Gute 8 Wochen, ein bisschen mehr. Nein, 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 nein. Oh, nein. Wieso rollt er jetzt hier mit mir hinterher hier? Hör auf damit. Und natürlich zu weit vorgefahren. Was zusammenkommt hier aber auch, ne? Das ist ja auch nicht mehr so normal da. Ich bin echt mal gespannt im LS, im neuen LS-Teil, wegen den ganzen Maschinchen, ne? Was die jetzt so alles haben, mit drin haben. Ich denke mal halt auch vieles aus den Premium DLC bzw. Platinum DLC wahrscheinlich auch mit drin, ne? Das Platinum war ja hier das Volvo Pack, sag ich mal, ne? Dieses Oh, Entschuldigung, Leute. Dieses Holz DLC, so wie ich es ja immer gerne sag, das Premium ja war ja das mit dem mit den Gemüsesorten, ne? Also Karotten und schieß mich tot, ne? Karotten, rote Beete, Pastinaken, ne? Das war das Premium DLC. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir im 25er eventuell mal so ein Gemüsehof oder hier so ein Gemüsebauer oder einen auf Gemüsebauern machen, also heißt, sprich hier, ne, im neuen Teil gibt es ja auch Spinat, ne, Spinat anbauen und Kartoffeln sowieso zählt ja auch dazu, aber dann Karotten und rote Beete, Pastinaken, ne, so ein bisschen Richtung Gemüse mal gehen, so nicht nur immer Getreide, 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 sondern vielleicht mal so ein bisschen Richtung Gemüse, ne? Ein, zwei Minuten länger ist gut gesagt. Das sind ja hier jetzt schon fast 5 Minuten länger. Kommen noch mal 2-3 Minütchen drauf. Wie gesagt, dann haben wir das fertig. Jetzt im Nachhinein ist mir ehrlich eigentlich so ein bisschen schneiden sollen, ne? Ein bisschen cutten, zack, bumm, da hätten wir aufgehört. Ich hätte dann hier 3-4 Bahnen off oder ohne Aufnahme gemacht und dann die letzten paar Minuten hier die, ne? Ja, okay. Hätte ich vielleicht so machen sollen.
So, die letzte längere Bahn. Das sieht schon echt nice aus, ne? Mit den ganzen Ballen, die hier liegen, so auf dem Feld. Ich sag, ich mag das, ja. Ich mag das. Los, Endspurt hier. Ja, ein Feld haben wir ja noch. Hier hinten das noch. Da muss ich mal schauen, ob wir das morgen im Video machen oder im Livestream. Obwohl, warte mal. Ich weiß nicht, ob morgen ein Video kommt. Ich weiß nicht, ob morgen ein Video kommt. Das kann ich euch noch gar nicht sagen. Kann ich euch noch gar nicht sagen, ob morgen ein Video kommt oder nicht. So, die letzte Bahn. Ich glaube, hier kriegen wir keinen Ballen mehr zusammen. Das heißt, ich muss den einzeln ablegen. Ist auch nicht schlimm. Also haben wir eine ungerade Zahl jetzt, oder? Mist. Obwohl, wir kriegen doch noch Wein zusammen. Also eine gerade Anzahl. Gut. Damit haben wir das fertig. Und wir haben 92 Ballen hier zusammengepresst, also fast 100 Ballen. Wow. Gut. Ja, ich werde jetzt noch mal auf das andere Feld oder zum anderen Feld fahren und ja, mal schauen, ne? Ich muss mal gucken, ob wir, wie gesagt, ich weiß nicht, ob morgen ein Video kommt. Kann ich euch so leider noch nicht sagen. Ansonsten, ihr wisst, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, gerne auch ein Abo. Würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.